Ja, die Typ, hier ist wieder Florian für euch zurück mit dem Let's Play Tokyo School Life. Und ja, wir haben in der letzten Folge zusammen mit Aoi es geschafft, ein bisschen die Schlägertypen zu beeindrucken und haben, während sie dann gerade in Schockstarre war, nachdem der Anführer niederging, ja, die Flucht ergriffen und laufen jetzt mit Aoi davon. Also Aoi nimmt unsere Hand und wir laufen los. Wir können die wütenden Stimmen der Schläger hinter uns hören, aber sie sind ein kleines Stückchen zu spät dran, mit dass sie loslaufen oder dergleichen. Und Aoi und ich, wir rennen so schnell wir können durch Osaka, wie es ist so in der späten Nacht, also das nächtliche Osaka, genau. Tut mir leid, Aoi. Ich weiß, dass du dann nicht möchtest, dass Karata auf diese Art und Weise benutzt wird oder dass du es so benutzen musst. Ich habe ohne darüber nachzudenken gehandelt. Nein, ist schon gut, Florian. Aoi dreht mir ihr Gesicht zu und lächelt mit Tränen in den Augen. Beim letzten Mal habe ich, ohne nachzudenken, ja, attackiert, aber dieses Mal habe ich mich entschieden, dich zu beschützen und daher habe ich sie aus einem sehr guten Grund geschlagen. Letztendlich, egal unter welchen Umständen, ist es auf jeden Fall das Letzte oder Schlimmste, anderen weh zu tun. Ich weiß, dass es widersprüchlich ist, dass ich Kampfkünste lerne, um Gewalt abwenden zu können. Aber in diesem Widerspruch, da muss es auch irgendeine Bedeutung geben. Ich bereue überhaupt nicht, was ich getan habe. Nein, ich werde es niemals bereuen. Wenn ich so weitermache, dann bin ich mir sicher, dass ich zu irgendeiner Erkenntnis gelangen werde. Aoi schaut so drein, als wäre sie kurz davor, in Tränen auszubrechen. Ich denke, das ist es, was es bedeutet, seinen Weg zu finden. Aoi. Aoi, ich denke, du hast schon längst deinen eigenen Weg gefunden. Denkst du das? Ja, hast du. Wäre schön, wenn dem so ist. Tja, da wir die ganze Zeit am Rennen sind mit all unserer Kraft, ist Aoi schon ziemlich außer Atem. Selbst Aoi mit jeder Menge von Ausdauer, die sie normalerweise hat, sie ist nun mal kleiner als ich. Das kombiniert mit dem, was wir gerade durchgemacht haben, ist genug, um egal wer es auch ist, müde zu machen. Florian, wenn du mich auch zurücklässt und weiterläufst. Oh, hä? Es tut mir leid. Nun, ja, nehme ich die Führung in die Hand oder nehme ihre Hand und übernehme die Führung beim Laufen und ziehe Aoi hinter mir her. Du, Stammern. Ich habe es aber jetzt wirklich mit einigen Wörtern in den letzten beiden Folgen. Meine Güte, Stammern, du bist hartnäckig, stur. Oh, genau. Hard-headed. Dickkopf. Also, würde ich mal so vermuten. Hard-headed. Nüchtern, vernünftig. Okay. Ich werde dann noch das Japanische vielleicht nochmal eingeblendet haben hier. Das hat meine letzte Folge, daran erinnere ich mich. Du Dummkopf, Holzkopf.
Nibuchin. Das will ich jetzt im Japanischen mal nachgucken. Wobei das relativ umgangssprachlich klingt. Nibuchin. Ja, dachte ich mir schon. Unsensibel, auf jeden Fall vom Englischen ausgehend. Obwohl wir out of Atem vor allen Dingen sind, obwohl wir völlig außer Atem sind, werfen wir uns kindische Beleidigungen, ja, zu. Ganz nebenbei gefragt, Florian, das, was du vorhin gemeint hattest. Ich mag Aoi, ich liebe dich. Ich liebe dich mehr als alles andere in der Welt. Ich auch. Was? Wenn ich das jetzt versuchen würde, als Mann mit meiner Stimme nachzumachen und zu übersetzen, würde das, glaube ich, nur in peinlichen, irgendwas peinlichem enden. Deswegen, ich schätze mal, die Message ist klar. Ich kriege auch keine nicht creepy Lache hin, glaube ich. Also, ja, wie lacht man, wenn man frisch verliebt ist und gerade völlig außer Atem und ja, froh darüber ist, dass man gerade sich gegenseitig die Liebe gestanden hat. Das klingt trotzdem creepy. Das ist so seltsam. Was ist hier überhaupt los? Was soll das alles? Wir können nicht aufhören zu lachen. Mit Liebe und Schmerz und einer Mischung aus ganz vielen anderen Gefühlen, die in uns überschwellen oder überströmen, ja, packe ich meine Stärke oder sammle ich meine Stärke in meiner Hand, die von Aoi, ja, hält. Und Aoi drückt meine Hand auch im Gegenzug. Ich werde diese Hand niemals loslassen. Egal was passiert. Für immer und ewig. Ach. Ach. Okay, es scheint... Damit wären wir tatsächlich am Ende angelangt von der ersten Route hier von Tokyo School Life. Okay, das Ende war jetzt dann doch ein bisschen plötzlicher, als ich erwartet habe. Ich will eigentlich nicht zu sehr über das Hintergrund drüber reden. Scheinbar bekommen wir jetzt hier auch für das Ende der Route von Aoi Bilder hauptsächlich mit ihr zu sehen, wie es aussieht. Huch! Entschuldigung, da bin ich gegen mein Mikro gekommen. Moe to Love You. Das ist der Song, der jetzt gerade spielt, der auch im... Das fand ich auch sehr süß. Ich würde mir ja wünschen im zweiten Teil, dass man dann mit ihr vielleicht nach Japan kommt. Und dann vielleicht das als Otome Game umgekehrt. Mit drei hübschen japanischen Männern. Das wäre doch schön. Anna hieß sie ja, glaube ich, ne? Tja... Ich glaube, ich warte noch ganz kurz, bis es vorbei ist, bevor ich dann mein finales Fazit von dem Spiel gebe. Ja, vielen Dank, MZU, die Entwickler dieses Spiels. Na, kommt noch was? Kommt noch was? Kommt noch was? Oh, tatsächlich. Na dann, schauen wir uns mal den Epilog von dieser Route hier an. Dann werde ich mit dem Fazit noch bis danach warten. Ja, es sind mehrere Wochen vergangen seit jener, ja, verrückten Nacht. Ich bin sicher zurück in mein Heimatland gekommen. Sawagashi. Diese... Ja, wie kann man es sagen, diese turbulenten, aufregenden passt hier, glaube ich, ganz gut. Ich könnte niemals diese aufregenden Tage im Tomoe
Wohnheim vergessen. Und ja, für eine ganze Weile hatte ich so eine, ja, unterschwellige Einsamkeit, die einfach sich nicht beruhigen wollte. Aber Menschen können sich anpassen. Zurück in meinem Heimatland, wo ich so viele Jahre aufgewachsen bin, ganz langsam aber sicher begannen die Dinge wieder normal zu werden. Stück für Stück. Dieser Ort ohne Karin, ohne Sakura und ohne Aoi wurde der Standard. Die Jahreszeiten drehen sich weiter. Ein Monat vergeht, 2 Monate vergehen. Und bevor ich es bemerkt habe, ist bereits ein halbes Jahr vergangen seit jenem sehr denkwürdigen, nostalgischen Sommer. Und jetzt im Moment bin ich ein kleines bisschen nervös, da ich auf einen ganz bestimmten Besucher warte, der heute oder welcher bald ankommen soll. Ein Schüler kommt als kommt zu meiner Familie für einen Homestay. Für die nächsten 2 Monate werden wir zusammen aufwachen als eine neue Familie. Ja, die Türglocke klingelt am Haupteingang. Ich kann meine Aufregung kaum zurückhalten und ja, mit sehr viel Kraft werfe ich die Tür auf, also öffne ich die Tür. Ja, nett, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Hazuki Aoi. Ich werde die nächsten 2 Monate mit Ihnen zusammen wohnen. Willkommen, Aoi. Ich hab dich so vermisst. Was? Direkt eine Umarmung? Es wird auch deine Familie sehen. Meine Eltern werden bis heute Nacht nicht zurück sein. Immer diese in Anime auch typischen, oder naja, in Hentai ja auch diese ganz typische Entwicklung. Deine Eltern sind doch. Nein, meine Eltern sind auf einem Business-Trip für 5 Jahre im Ausland und werden deswegen niemals wieder zu Hause zurück sein. Oder sie sind gerade natürlich heute Abend nicht da, weil sie mit ein paar Freunden auswärts unterwegs sind, um einen zu trinken und dergleichen. Man kennt's ja. Verstehe. Bedeutet das nicht, dass wir jetzt erstmal nur zu zweit sind? Ach so, ja, Florian, ich habe für dich Souvenirs mitgebracht. Oh ja, ich bin so glücklich. Ich frage mich, was es wohl ist. Ja, ich habe Umeboshi, also eingelegte Pflaume, und Natto, also fermentierte Bohnen. Aoi. Ich habe sogar japanische Eier mitgebracht, damit wir das also den Reis mit rohem Ei reingemischt machen können, das Tamago Kake Gohan. Wie hast du die denn durch den, ich nehme mal an, Zoll oder keine Ahnung was gebracht? Ken-Eki Torstander. Guck ich mal ganz kurz. Ken-Eki. Ken-Eki. Ist es das? Ja. Quarantäne oder. Okay, Quarantäne. Hast du mich oder irgend sowas? Sorry, dass mir gerade am Ende des letzten Satzes die Stimme weggebrochen. Ich glaube, ich muss mal was trinken. Es ist sehr heiß heute am Samstag, Mittag, wo ich das hier aufnehme. Nein, natürlich nicht. Ich liebe dich, ne? Ja. du hast ja gesagt, dass deine Familie Reis und Miso hat, richtig? Ja, ich hab welchen. Ich hab sogar schon ein bisschen Reis gekocht. Bist du hungrig? Okay. Oh, ich hab deine Kochkünste schon seit langem nicht mehr probieren dürfen. Ich bin so glücklich.
Na dann, willst du nicht Tamago Kake Gohan probieren? Waren wir nicht eigentlich eben noch an der Haustür? Es wurde irgendwie nie gesagt, dass wir jetzt rein und schon in die Küche sind. Will sie nicht immer erstmal ihre Sachen abladen? Naja, okay. Nehmen wir es einfach so hin. Aui. Nun, wenn du dich daran gewöhnst, wird es sehr hilfreich sein, falls du irgendwann mal in Japan leben solltest, richtig? Oh, nicht fair, Aoi. Wenn du es auf die Art und Weise ausdrückst, dann gibt es doch keine Möglichkeit, dass ich das ablehne. Okay, ich werde es versuchen. Seit dem letzten Mal habe ich mich sehr bemüht, die Anzahl an Mahlzeiten, die mir nicht gut bekommen, zu reduzieren. Deswegen wird das schon nichts ausmachen. Streng dich an, du schaffst das. Tamago Kake Gohan ist doch, überhaupt keine Herausforderung. Wenn ich mir einfach an meine Zukunft zusammen mit Aoi denke, dann... Nein, wirklich. Bloß nicht das hier. Ne. Ey, renn ich weg! Warte! Tja, und damit sind wir jetzt tatsächlich zurück im Ladebildschirm. Ich gehe auch mal auf Laden, bevor dann im Hintergrund wieder es losgeht mit dem Background-Song, der ja im Opening im Startbildschirm nach einer Weile anfängt zu spielen. Das war es jetzt also tatsächlich mit der ersten Route von Tokyo School Life. Nach jetzt etwas mehr als 60 Folgen, 62. müsste das jetzt hier sein, wenn ich mich gerade nicht ganz stark irre. Und ja, es war auf jeden Fall eine sehr interessante Reise bis hierhin gewesen. Ich finde es ein bisschen schade, dass man dann, sobald man scheinbar auf eine finale Route gekommen ist, dass nicht nochmal irgendwelche Entscheidungen folgen. Also ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass es noch ein... dass es nochmal irgendwie eine wichtige Entscheidung gibt, wo man dann nochmal zu einem Bad End vielleicht kommen kann oder dergleichen. Also, dass es eben vielleicht auch innerhalb einer Route nochmal zwei, drei andere Endings gibt. Das wäre, denke ich, auch mit relativ wenig zusätzlichem Programmieraufwand möglich gewesen. Weiß ich nicht, einzuschätzen. Trotzdem hatte ich immer noch das Gefühl, dass es ein bisschen interaktiver als beispielsweise Go Go Nipper, My First Trip to Japan war. Was aber auch logisch ist, da wir hier erstmal ein Mädel mehr hatten und... wie man, denke ich, sehen konnte, auch ein bisschen mehr Budget drinsteckte in dem Spiel mit den Animationen, was ich sehr schön fand. Also generell, dass die Charaktere auch wirklich lebendiger wirkten und dergleichen mit den ganzen Mundbewegungen, mit diversen Körperbewegungen und dergleichen im Vergleich zu vielen anderen Visual Novels, die wirklich nur eine bestimmte Menge an Sprites benutzen, um dann eben Charakteremotionen und dergleichen darzustellen. Das hat mir im Prinzip sehr gut gefallen. Auch die Synchronstimmen generell, sowohl Karin, Sakura, Aoi, haben alle einen super Job gemacht. Also könnte ich mir auch genauso gut vorstellen, sie in Anime-Serien zu hören. Und finde es schade, dass ich habe mal versucht, die Namen von den Synchronsprechern auch auf japanischen Seiten zu suchen und habe sie nirgendwo wirklich, sagen wir jetzt mal, in großen Produktionen oder keine Ahnung was gefunden. Also scheint es doch relative Amateure zu sein nach japanischen Verhältnissen, die hier die Stimmen gesprochen haben. Aber ich fand sie trotzdem sehr, sehr schön, hat mich immer prächtig amüsiert bei vielen der Unterhaltungen und beim Ausdruck der Emotionen und dergleichen. Ja, also dahingehend hat es mir wirklich richtig viel Spaß gemacht, dieses Spiel zu spielen. Was ich ein bisschen schade fand noch, um auch noch vielleicht ein bisschen was Negatives zu sagen, ist eben, dass, sagen wir mal, die Namensgebung des Spiels ein bisschen vielleicht unglücklich gewählt ist, weil ich bei Tokyo School Life tatsächlich noch ein bisschen mehr davon ausging, dass noch mehr sich Sachen in der Schule abspielen, also dass wir tatsächlich noch ein bisschen mehr Eindrücke vom japanischen Schulleben auch bekommen, aber doch sehr großer Teil war im Tomo Dormitory oder auf dem Schreingelände mit der Clubaktivität beim Karate oder mit Besuchen innerhalb von Tokio in Akihabara und verschiedene Stadtteile und eben der Schultrip. Und der Schultrip mag vielleicht mit dazugehören, aber so tatsächlich, was das eigentlichen Unterricht angeht, so Gespräche mit Lehrern und so weiter, das wurde immer relativ
flott in so, ja, im Rahmen des Let's Plays hier so 5 bis 10 Minuten Szenen, glaube ich, so ungefähr abgehandelt. Und das ist vielleicht so eine Sache, die ich noch ein klein bisschen schade fand, neben dem, dass es nicht nochmal weitere Entscheidungsmöglichkeiten gab. Bei den eigentlichen Routen dann, sobald man auf eine gewisse Route von einem Mädel gekommen ist. Ja, aber ansonsten habe ich eigentlich keine weiteren wirklichen großen Kritikpunkte an dem Game. Also hätte jetzt auf jeden Fall auch noch Lust, die anderen beiden Routen zu spielen. Ich hatte mich ja gewundert, warum ich Kali nicht auswählen kann. Da hatte dann jemand in den Kommentaren darauf angedeutet, dass es eventuell daran liegt, dass eine Entscheidung, wo ich dachte, dass sie richtig war, doch nicht richtig ist. Da habe ich schon eine ganz starke Vermutung, an welcher Stelle das gewesen sein könnte. Und welches die richtige Antwort an der entsprechenden Stelle ist, habe ich mir auch schon überlegt. Deswegen einfacher wäre es allerdings erstmal die Sakura-Route zu machen. Da bräuchte ich nur an der entsprechenden Stelle erstmal ja, das Game wieder zu starten, wo dann die Entscheidung für den Schultrip war und dann eben Sakura zu wählen, dass wir nach Kyoto gehen. Und Kadi müsste ich eben nochmal ab der entsprechenden Stelle, wo ich glaube, eben glaube, dass ich da falsch gewählt habe, nochmal neu machen. Also generell habe ich auch durchaus vor, dass ich die beiden Routen jetzt im Weiteren spielen möchte. Und so wie ich es in den vergangenen Folgen und Kommentaren immer schon gelesen habe, sind auch, denke ich, die meisten von euch dafür, die bis hierhin dem Let's Play gefolgt sind, dass ich auch die anderen Routen noch spiele und auf den Channel hochstelle. Ja. Ich würde sagen, da mache ich jetzt einfach mal, weil es für mich einfacher ist, nochmal 1, 2 Tage doch nochmal eine kleine Pause nach dieser Folge hier. Und werde dann vielleicht die nächsten Folgen weiter aufnehmen, einfach auch nochmal, um ein bisschen die finalen Kommentare, Gedanken von euch zu dem Let's Play hier zu hören und zu lesen in den Kommentaren. Würde mich gerne interessieren, was ihr auch von dem Let's Play gehalten habt, was ihr vielleicht auch, da es jetzt das, sagen wir mal, erste Let's Play mehr oder weniger beendeterweise hier auf dem Channel ist von Cool Japan Germany. Ja, was ihr von meiner Art der Moderation, von dem Übersetzen, keine Ahnung, gehalten habt. Ich bin dafür konstruktive Kritik, auch für weitere Projekte, sehr offen und versuche da mich immer ein bisschen zu verbessern. Das ist eben noch ein Projekt hier auch, der Channel, der immer noch in den Startlöchern steht. Bedanke mich auf jeden Fall schon für alle Kommentare und netten Hinweise und keine Ahnung, was die ich in den vergangenen 60, 62 Folgen hier von diesem Let's Play schon bekommen habe. Hat mich immer sehr gefreut, da auch mitzudiskutieren und ja, so die Kommentare auf meine Theorien von Folgen dergleichen durchzulesen und so weiter und so fort. Ja, und jetzt verquatsche ich mich total hier und meine Stimme geht langsam schon wieder weg. Ich weiß gar nicht, was los ist. Ist das die Luftfeuchtigkeit heute? Ich weiß es nicht. So. Auf jeden Fall würde mich also interessieren, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von dem Spiel und von dem Let's Play haltet. Und vielleicht nochmal eine Bestätigung, ob ihr auch tatsächlich noch die verbleibenden 2 Routen von Kadin und Sakura sehen wollt. Ich würde sie ansonsten auf jeden Fall für mich privat spielen, aber werde jetzt erstmal kurz nochmal ein bisschen Pause machen, weil ich vielleicht auch noch an anderen Dingen zu diesem Channel arbeiten möchte, da ich mit diversen Anime-Review und Manga-Review-Sachen ein bisschen im Hintertreffen bin. Und dann sehen wir uns vielleicht in der 63. Folge dann mit dem Beginn einer anderen Route nochmal wieder, so ihr mögt. Und bis dahin sage ich erstmal vielen Dank hier, bis hierher fürs Zuschauen und Matane, bis zum nächsten Mal. Tschüss.